Die Reformationsideen des 16. Jahrhunderts waren in Münster außerordentlich lebendig. Bereits 10 Jahre vor unseren Ereignissen hatte dort die erste gewaltsame Auseinandersetzung zwischen der herrschenden Schicht und den neuen Protestanten stattgefunden. Hier gab es seitens der Katholiken durchaus Bemühungen, zu schlichten und Konsens zu schmieden, doch vergeblich. Die Vermittler wurden auch schon mal aus der Stadt vertrieben. Zwar hatte der Katholizismus das Sagen in Münster, nicht zuletzt durch die stadteigene, aber auch auswärtige Miliz, die dort stationiert wurde, doch die Stimmung war aufgeheizt. Die Bevölkerung polarisierte sich in die Anhänger der Reformen und jene, die keine Veränderung wünschten. Man kann sich nun gut vorstellen, dass diese Polarisierung stark am Status und am Besitz ausgerichtet war. Das ist doch die älteste Geschichte der Welt. Wer viel hat, insbesondere dann, wenn er es auf Kosten anderer hat, wünscht eine Veränderung am wenigsten. Wer wenig oder nichts hat, ist für Reformen jederzeit offen. Doch in Münster war die Sache durchaus auch etwas komplizierter. So waren viele Anhänger der Reformen gut situierte Unternehmer, organisiert in Gilden. Doch diese Leute hatten mit dem reichen Klerus, dessen Gier oft allgegenwärtig war, ihr eigenes Hühnchen zu rupfen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich hier wirtschaftliche Interessen beider Seiten unentwegt mit theologischen Scheinargumenten überlagerten. Entscheidend bei dieser ganzen Entwicklung war ein kleiner Kern aus aktiven Reformern um den bereits erwähnten Prediger Bernd oder Bernhard Rottmann und um den angesehenen Händler Bernhard Knipperdolling. Es gab viele Bernds in Münster, wir sollten uns da also eher an die Nachnamen halten. Sie trieben die protestantische Bewegung aggressiv voran. Hierbei bediente man sich der Predigt, des Pamphlets und der geheimen Zusammenkünfte. Rottmann und Knipperdolling waren ungefähr gleich alt, um die Jahrhundertwende geboren, und nun rund 40-jährig. Als Menschen waren sie sehr unterschiedlich. Bernd Rottmann galt als der geistige Ideengeber der Bewegung. Er war ein gelernter Prediger, der anfangs, ebenso wie Jan Matthijs in Amsterdam, ein Anhänger von Melchior Hoffmann war. Er hatte Bücher geschrieben, die von der Stadtbevölkerung eifrig gelesen wurden und den Räten Kopfzerbrechen bereiteten. Er war durchaus ein Star für all jene, die sich von der Obrigkeit und von Religion hintergangen fühlten. Rottmanns Aufstieg ist eine amüsante Geschichte für sich und sollte an dieser Stelle kurz erzählt werden. Also der junge Bernhard hatte einst als Hoffnungsträger der Katholiken gegolten, denn als er noch ein Junge war, fiel bereits sein Sprach- und Gesangsvortrag auf und so hatte man ihm Jahre später ein Stipendium für die Hochschule in Mainz gegeben. Man hoffte auf einen publikumswirksamen Nachwuchs als Priester oder Prediger im St. Mauritz-Stift in Münster. Doch der Student nutzte den Aufenthalt in Mainz, um sich für Luther und seine neue Lehre zu begeistern. Daheim in Münster kam das nicht sehr gut an. Endete aber letztendlich nur in einer Schelte. Zwar hatten seine Gönner für die neuen Ideen kein Gehör, doch sie schienen Verständnis für das Bedürfnis der Jugend nach Rebellion zu haben. Um den sich verbiegenden Jungtrieb wieder gerade zu rücken, vergrößerten sie auch noch sein Stipendium und schickten ihn an die angesehene Universität von Köln. An all das war bereits ein stattlicher Karriereentwurf geknüpft. Nach seiner Rückkehr aus Köln würde der junge Gelehrte in Münster theologische Vorträge halten und auf diese Weise sein eigenes Einkommen generieren. Soweit, so gut. Es kam anders. Bernd Rottmann hatte das Stipendium zwar eingestrichen, ist aber gar nicht nach Köln gefahren. Stattdessen begab er sich direkt nach Wittenberg, der Hochburg der Lutheraner, und wurde zu einem Anhänger von Melanchthon. Ironischerweise ist dieses Schindluder in Münster nie richtig aufgeflogen. Ich vermute mal, dass Rottmann gefälschte Briefe nach Hause schickte, so im Sinne von »Mir geht's gut, Köln ist toll um diese Jahreszeit, das Studium geht super voran«, geschrieben in Wittenberg. Naja, als er nach Ablauf der geplanten Studienzeit nach Hause gekommen war, hatte noch immer niemand begriffen, dass er gar nicht an der Universität gewesen sei, und so bekam er sogleich den versprochenen Job auf der Redekanzel. Rottmann war zu diesem Zeitpunkt natürlich aufgeheizt und angestachelt von rebellischem Gedankengut. Die Katholiken hatten unwissentlich einen Fuchs inmitten des Hühnerstalls platziert. Eine großartige Geschichte. Die Anhänger der Reformen hatten diesen Sachverhalt schnell erkannt und als einen großen Erfolg gefeiert. Die neuen Protestanten ernannten den jungen Prediger zum Pastor für die evangelikalische Lehre in der St. Lambert-Kirche. Die Lambert-Kirche zu Münster war nun keine Stiftung eines einzelnen Fürsten oder Königs, sondern war eine von mehreren Kaufleuten finanzierte Kirche.
Sie diente als eine frühe evangelikale Kirche gerade für jene Teile des Mittelstands, die Luther folgten, und entzog sich zumindest zeitweise vollständig dem Einfluss der Katholiken. Die andere genannte Schlüsselfigur der Proteste in Münster war Bernd Knipperdolling. Er war ein ganz anderer Typ als der Prediger Rothmann. Knipperdolling galt als der Radikale und Militante. Er entstammte aus recht reichen Verhältnissen und sah sich durchaus als eine Art Alpha-Männchen der Bewegung. Ein Augenzeuge nennt ihn einen dreisten und stolzen Mann, kühn und dreist war er von Sinnen. Und bei Hermann von Kersenbrock, dem wichtigsten Chronist der Ereignisse, wird Knipperdolling mit den folgenden Zeilen beschrieben. In Worten und Gehabe wichtigtuerisch, neuerungssüchtig, aufrührerisch und leichtfertig, ein grober, aufgeblasener und verschwenderischer Mann. Gleichzeitig muss Knipperdolling als das schwarze Schaf der eigenen Familie gegolten haben, denn seine Brüder hatten eine geistliche Laufbahn eingeschlagen und hatten es als treue Katholiken zur Anerkennung und Rang gebracht. Man fühlt sich ein wenig an diese berühmte saudi-arabische Familie erinnert, deren reicher Sohn zum Kopf eines bekannten Terrornetzwerks geworden ist. Knipperdolling hatte auch eine praktische Seite. Er war ein durchaus angesehener Wandschneider und Tuchhändler. 1525 hatte er seinen Stand noch einmal etwas verbessert, indem er die reiche Kaufmannswitwe Margareta Hangesbeke heiratete. Seine Agitation für die Reformbewegung fand somit überwiegend innerhalb der Innungen und Gilden statt. Der Bischof von Münster war damals Friedrich von Wied, der Spross einer alten, angesehenen Adelsfamilie. Doch es war bekannt, dass sein Herzblut nicht mehr bei der Sache war. Seine Rücktrittsabsichten zogen sich durch seine Amtszeit, waren aber auch an Abfindungsverhandlungen geknöpft, die der Bischof bei seinem Rücktritt forderte. Das kann man auch heute auf zweierlei Arten sehen. Zum einen, ja, auch ein Ex-Bischof musste von etwas leben. Auf der anderen Seite kann man sich sehr gut die verbalen Vorlagen vorstellen, die hier dem Prediger Rothmann geboten wurden. Ein Bischof, der jahrelang über seine Abfindung verhandelt und einfach nur die Zelte streichen will, solange der Preis stimmt, das war kein Bild, das den katholischen Glauben der Bürger stärkte. Bereits 1528 hatte dieser Bischof den aufbrausenden Knipperdolling für seine Aktionen der Stadt verwiesen. Dieser kehrte später zurück und zahlte eine entsprechende Buße. 1529 wurde er auf Anordnung von Bischof Friedrich während einer Geschäftsreise in Vechta verhaftet, gefoltert und halbes Jahr gefangen gehalten. Das Gericht trug ihm nun eine weitere Strafzahlung von 600 Gulden auf, was für damalige Verhältnisse ein Vermögen war. Für den wohlbetuchten Knipperdolling stellte das den finanziellen Ruin dar. Er brachte das Geld zwar auf, doch nur mit Mühe und Not und durch belastende Darlehen. Er hatte daraufhin versucht, gegen den Bischof, aber auch gegen den Stadtrat zu prozessieren, in der Hoffnung, Teile seines Vermögens wiederzugewinnen, doch das war vergeblich. Friedrich von Wied musste also Knipperdolling zurück in die Stadt lassen. Zu laut war auch die Empörung in der Stadtbevölkerung. Ich gebe nach, soll der Bischof prophetisch gerufen haben, doch ich sage euch, dieser Mann wird noch die ganze Stadt und die Diözese auf den Kopf stellen. Ähnlich lief es mit dem Hauptprediger Bernd Rothmann. Bischof Friedrich belegte ihn mehrmals mit Auftrittsverbot, entfachte damit aber nur umso mehr das rebellische Feuer im Untergrund. An dieser Stelle muss man natürlich innehalten und die Fakten auf sich wirken lassen. Nicht nur lebte man damals in einer Zeit, in der ein Bischof fröhlich Haftbefehle ausstellen konnte, er konnte ein Gericht dazu bewegen, Knipperdolling mit einer Buße von 600 Gulden zu belegen, offensichtlich in der Absicht, ihn finanziell handlungsunfähig zu machen. Derselbe Bischof stritt nun mit seiner eigenen Verwaltung über eine Abfindung, welche diese Summe übrigens um ein Vielfaches überstieg. Die katholische Kirche glich in diesen Tagen weniger einer Religion und mehr einem Konzern, in dem die Manager um ihre Boni streiten. Der kurzsichtige Plan des Bischofs und des Rats, Knipperdolling in eine Schuldenfalle zu stoßen, bewirkte natürlich das komplette Gegenteil. In Knipperdolling hatten sie nun einen hasserfüllten Fanatiker geschaffen, der von da an nur ein Ziel kannte, die Vernichtung seiner ideologischen Gegner. Hermann von Kersenbrock hält mehrere Begebenheiten fest, welche die Radikalisierung und Militarisierung Knipperdollings dokumentieren. Er war weiterhin ein hitziger Anhänger Rothmanns, doch seine unmittelbaren Begleiter mutierten doch zunehmend zu einer Horde Straßenschläger. Der Stadtrat hatte nach der Ernennung Rothmanns zum Prediger der Lambertkirche ein Verbot ausgesprochen, seine Predigten zu besuchen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Die Mehrheit der Menschen erklärte Rothmann zu dem wahren Verkünder der Evangelien, und wer dem widersprach, riskierte auf der Straße eine dicke Lippe.
oder Schlimmeres. Doch es ist wichtig zu verstehen, dass Rottmann auch im Herzen der katholischen Verwaltung Anhänger hatte. So hat sogar der private Sekretär des Bischofs, ein Mann mit dem Namen Leonard Moss, dem Prediger zugesteckt, ihn zu unterstützen und ihm im Falle einer Notlage beizustehen. Die Vorzeichen in Münster deuteten stark auf einen Siegeszug der Reformer. Würde Münster eine evangelische Stadt werden? Am 23. Februar 1532 organisiert Bernd Knipperdoling und seine Anhänger am frühen Morgen eine Volksversammlung. In einer Art Triumphzug wird der Prediger Bernd Rottmann zur Lambertkirche getragen. Doch die Tore der Kirche sind von innen geschlossen. Die Anhänger bauen also vor der Gebeinekapelle eine provisorische Kanzel und heben Rottmann dorthin hoch. Der Reformer hält eine leidenschaftliche Rede, verdammt den Götzenkult der Katholiken und beschwört eine evangelische Freiheit herauf. Diese Predigt hat eine außerordentliche Wirkung und stellt ein Schlüsselereignis in der Geschichte von Münster dar. Denn die Menschen sind so aufgestachelt, dass sie nun durch die Straßen rennen und die Türen von Kirchen aufbrechen, die Altare verwüsten, Sakramente aus den Tabernakeln herausnehmen und auf ihnen herumtrampeln. Sabin Baring Gould schreibt, dass allein der Dom von Münster dem Amoklauf widerstehen konnte, da es den Rebellen nicht gelang, dessen massive Holztore aufzubrechen. Man sieht also, dass die Jahre vor der Ankunft der Holländer in Münster außerordentlich ereignisreich waren und einen guten Stoff für eine turbulente TV-Serie abgeben würden. Bischof Friedrich von Wied hatte an diesem Punkt die Nase voll von den ewigen Reibereien mit den Protestanten. Er hatte sich wohl endlich an einer Abfindung in Höhe von 2000 Florin oder Gulden im Jahr geeinigt und räumte gerne den Bischofssitz. Die Wahl seines Nachfolgers ist insofern interessant, als dass Erich von Braunschweig-Grubenhagen ein professioneller Geistlicher der alten Garde war, ein echter Parteifunktionär, wie man heute sagen würde. Mit seiner Benennung verknüpfte man wohl die Erwartung, dass er eine gewisse Neutralität und Ruhe in die Stadt zurückführen würde. Er war bis dahin der Erzbischof von Osnabrück und Paderborn gewesen und galt als außerordentlich papsttreu, doch an anderer Stelle hatte er sich immer wieder als dialogbereit erwiesen. Somit mochte es bei seinem Amtseintritt in Münster allerlei Theorien dazu gegeben haben, wie sich der neue Bischof gegenüber Rottmann und Knipperdoling stellen würde. Eine Frage, die bald irrelevant werden sollte, denn der Bischof verstarb nur wenige Monate später. Sein Nachfolger wurde Franz von Waldeck, der bereits Bischof von Osnabrück und Minden war und über dessen Haltung gegenüber der Reformation bis heute gerätselt wird. Über ihn werden wir in unserem Exkurs noch eine Menge hören. Hermann Rothart erzählt in seiner Schrift über das Wiedertäuferreich: Knipperdoling und Rottmann brachten es zu Wege, dass am 1. Juli 1532 auf dem Versammlungshause der Gilden, dem Showhaus am alten Fischmarkt, in stürmischer Begeisterung ein förmlicher Bund geschlossen wurde, um das Evangelium und seinen Verkünder Rottmann zu verteidigen. Es trat ein Ausschuss von 36 Männern zusammen, der die Gildenführung unterstützen sollte. Der Rat, noch überwiegend katholisch, musste wohl oder übel dem Wunsch der Bürger nachgeben. Damit war der Übergang Münsters zur neuen Lehre entschieden. Nach Bischof Erichs plötzlichem Tode hatte sein Nachfolger, Graf Franz von Waldeck, durch ein scharfes Schreiben Kaiser Karls V. veranlasst, vergeblich die Stadt gemahnt, jegliche kirchliche Neuerungen zu unterlassen. Im Oktober verhängte er eine Verkehrssperre, die wenig Schaden anrichtete, aber den Zorn der betroffenen Bürger heftig erregte. Verhandlungen auf mehreren Landtagen führten nicht zum Ziele. Die Stadt nahm 300 Landsknechte in Dienst. Zu Weihnachten 1532 weilte der Bischof mit den Vertretern der Geistlichkeit und des Adels in dem nur 2 Wegstunden entfernten Städtchen Telgte. Das benutzten die Bürger zu einem verwegenen Handstreich. In der Nacht zum 26. Dezember rückte eine Schar von etwa 1000 Bürgern und Landsknechten mit Geschütz vor den nur schlecht bewachten Ort, den sie im Morgengrauen überrumpelten. Der Bischof war tags zuvor nach Iburg geritten, einzelne Domherren entkamen barfuß im Hemd über die gefrorene Ems, aber die übrigen, dazu Herren von Landadel, Erbmänner und bischöfliche Räte, wurden ergriffen und im Triumph nach Münster geführt. Die Gefangenen wurden als Geiseln betrachtet und in Gasthäusern in leichter Haft gehalten. Der Landgraf Philipp von Hessen stand mit Bischof Franz im Bunde und war als Vorkämpfer des Luthertums von der Stadt schon früher um Hilfe angegangen. So war er der gegebene Vermittler. Am 14. Februar 1533 gelang es den hessischen Unterhändlern, zwischen dem Bischof und der Stadt den Frieden zustande zu bringen, der dieser das evangelische Glaubensbekenntnis und 6 Pfarrkirchen zusicherte, während den Katholiken der Dom sowie die Stifter und Klöster verblieben.
Somit war Münster in aller Form eine evangelische Stadt geworden. Hätten diese Dinge Bestand gehabt, meint später Leopold von Ranke, in Stadt und Land würde der Protestantismus noch heute herrschen. Münster würde über ganz Westfalen entschieden haben. Wenn die Reformation und die Geschicke Münsters einen anderen Verlauf genommen haben, so trägt in erster Linie Bernhard Rottmann hierfür die Verantwortung, der jetzt das Haupt der münsterischen Kirche war. Vielleicht waren ihm seine Erfolge unter der Gunst ungewöhnlicher Umstände zu leicht zugefallen. Jedenfalls war es ihm nicht genug, das Erreichte auszubauen und in schlichter, treuer Arbeit zu befestigen. Den unbeständigen münsterischen Prediger trieben religiöser Eifer, vielleicht auch Ehrgeiz und Geltungsbedürfnis, sich immerfort neue Ziele zu setzen. Doch hat sich der liebe Rottmann immer wieder Sketzlein schmücken und schön machen wollen. So stellt ein Zeitgenosse, Anton Corvinus, ihn anschaulich dar. Seit Ende 1532 verwandte er bei der Austeilung des Abendmahls gewöhnliches Weißbrot, also Stuten, was ihm den Spottnamen Stutenbernd eintrug. Bernhard Rottmann war nun eine Führungspersönlichkeit über die Grenzen der Stadt bekannt. Nur wenige Monate später, im Sommer 1533, hielt er eine Predigt, an der ein 10 Jahre jüngerer Bewunderer teilgenommen hatte, der Niederländer Jan van Leyden. Der Reisende lernte dort auch Bernd Knipperdolling kennen, bei dem er Unterkunft fand. Die Holland Connection war gegründet. Wenn du über die Fortsetzung dieser Reihe benachrichtigt werden willst, dann abonniere doch meinen Kanal. Ich werde mich darüber sehr freuen.